Pau akt mit tun. Guten Abend. Ich weiß, ich bin zu früh. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Wo ist Dönerkusch? Hab ihn nicht. Den hat Cody gemacht. Hukulu, was geht ab? Was geht ab, Zit? Füße. Ach ja. Erstmal ganz entspannt reinkommen. Why is das so leise? Besser, jetzt höre ich auf. Hi. Hab gehört, der Memo macht Stream, aber Grak hat trotzdem 300 FPS. Ja, ja. Der Memo ist krank, der ist positiv getestet. Gute Besserung an der Stelle. Ach ja. Tag, Opa. Ich bin kein Opa, Junge. Ich nehme RP sehr ernst und es beeinflusst mich. Moin Moin, noch nicht den Streamer machen, ich guck noch deine Videos, so geht das nicht. Carlo, es ist nicht viel passiert gestern, ich hoffe, dass heute mal wieder was passiert. Also, dass der Architekt und so da ist. Das ist mich anstrengend im Kopf, wenn ich nichts zu tun hab. Beutlin! Was geht ab, ihr kleinen Katzen? Hallo, Deadjumper, danke für den Resub am 25. Ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend und Hukulu. Und Wolverine, danke schön für den Reset am 23. Wo ist 900p-Stream? Ich trete dir die Tür ein. Nein. Und Vessi, danke für den Prime im 19. Was geht ab, Gerd? Hallo, Tiago, hallo, Realbeat. Ich mag den Memo, hat Frau und Kind und Ziege. Liebe Grüße, geht raus, ist so. Hallo, Tetrapack. Hallo, Master King. Ach so, Carlo, ja, okay. Das Game Train fährt auch wieder pünktlich, ja. Und hallo Oma, hallo Smashing, hallo Tido. Hallo, seid ihr alle? Lasset mich vorlesen, eure Pseudonyme im Internet. Bitte. Fabian Lars, tach, tach. Tuwix. Mein Stimmchen ist allererste Sahne, mit mir würde ich auch cringen wollen, ist doch so, Zit. Wird Zeit, dass du wieder in die Szene zurückkommst, Bruder. Hallo, Ayran. Fabian, Nate ist auch wieder da. Nate, warst du nicht gerade selber noch im Stream? Grüße, Kobo.
Tajikso, Alpino, Greek, Greeky Time oder Greek It I'm oder Greek It I'm, was? Hallo? Gesundheit, Kuri, Ducky, was geht? Hallo? Aufwachen, Schattenbund, Johnny Black. Achso, du hast Hunger, was hast du gegessen? Hallo, Audia. Okay, und Horribi nimmt mich direkt wieder von hinten. Volley, Alter. Hallo, Ultras. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen in der Hut. Aua. No Name, hallo, Javerus, Löschlet, The Bühni, Holy Ack Infinity, Verti, Federgen, Phil mit dem blauen Namen, Bulwai, Grand Dancer, Alpha Centauri, Alpino, hallo, Dice, hallo, Davita, Smashing, JT, wem seine Stimme ist das eigentlich bei dem Subton? Meinst du V8B Turbo oder Snemba? Wenn du den meinst, hallo, Ben Ice Cube, Day Night, New Luck, Red Ghost, Rosalie, hallo, Weezy. Ich hab dich schon wieder bei Maitos gesehen, Weezy. Da bist du immer am Reinschitten, ne? Ne, bei dem Bzzzt. Ich glaube Johnny. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Weezy, ich beobachte dich. Ich weiß genau, wo du bist. Ich weiß genau, was du treibst im Internet. Naja, du willst eh nichts schreiben, Weezy. Halt die Klappe. Silvester reinschallern? Ja, na klar, Junge. Hört sich an wie meine. Du kannst mir gerne einen Sound einsprechen. Ich nehme den als Sub-Sound. Ich habe schon den Hibiki kaltgestellt, Weezy. Horribi, Bruder. Der echte X, hallo. Itzandria, Space Pirate. Wo sind die? Wo sind die Lurka? Wachet auf. Was sagt er zu den Emotes? Zu der ersten Welle davon? Die werden noch überarbeitet. Whisky kalt stellen, na klar. Hallo? Natürlich. Dodge ist gut. Beim Dodge wird noch dieses ZZ für das Schlafen wird dicker gemacht, damit man das besser sieht, wenn die skaliert werden. Und gerade hat auch jemand geschrieben, vielleicht braucht er auch ein T-Shirt oder so, damit man das Lenkrad besser sieht. Muss ich mal gucken. Bei dem Hogwarts-Emote, der kriegt noch Sterne und so auf dem Kopf, damit der ein bisschen mehr aussieht wie Zauberer. Und bei dem Duftkerzen-Emote wird die Kerze halt noch kleiner gemacht. Da bin ich aber schuld. Ich habe gesagt, die Kerze so groß wie möglich. Der Cody hat schon im Discord daraus einen Dönerspieß gemacht, dass der auf dem Dönerspieß festhält, Alter. Da wird die Kerze noch kleiner gemacht, damit man nur die Flamme umsieht und den ganzen Quatsch. Aber der ist schnell, ne? Guck mal, gestern den Auftrag gegeben, heute schon da. Gefällt mich. Macht mich glücklich. Beutlin. Soll man einen Hobbitzen-Emote machen, Alter? Mir ist das scheißegal, ich mach alles. Der ist unfassbar gut und unfassbar schnell, Alter. Horribi, Bruder, was soll ich sagen, ne? Dankeschön für 20 Gifted Subs. Und Amok, danke für den Prime 2. Kussi, dankeschön für den Resub 2. Dikoso, danke für den Prime 28. Und Freeway, danke für den Prime 5. Und hallo, Patsche, Patsche. V-Ak-Bitubu. Kleinere Kerze, weil ist so, ja, muss. So viele Leute haben schon gesagt, Herr, was ist das? Der kenne ich gar nicht. Was soll denn das sein? Teilen. Tut Hype Games. V-Ak-Bitubu. Soll ich euch was erzählen, Chat? Der NASA-Rechner ist heute angekommen. Und ich hatte schon wieder Bluthochdruck. Nicht wegen RP dieses Mal, weil RP beeinflusst mich sehr. Pogas, ja, der ist wieder da, aber ich habe den noch nicht angeschlossen, habe noch nichts damit gemacht. Weil ich dachte mir, alte Kiste läuft auch und habe ich jetzt keinen Bock heute auf den Stress. V-Ak Bitubu. Wow, vorhin nochmal einkaufen und so, ist alles vor Weihnachtszeit, ist alles stressig jetzt. Obwohl das eigentlich gar kein Stress ist, also für mich stressig. Passet auf. Ich muss die Story erzählen, Schattenbund. Ich muss, weil wenn ich daran denke, Junge, da brennt mir auf der Seele, ne? Da könnte ich schon wieder, Alter. Da spuck ich Gift, wirklich. Da spuck ich wirklich Gift, Alter.
Wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen oder so? Ich mach den Computer an, funktioniert nicht mehr. Wieder. Wieder am Arsch. Wieder am Verzweifeln. Wieder Grafikkarte ausgebaut, wieder RAM-Speicher rausgenommen, wieder geguckt, anderes Netzteil, Stecker, alles wieder geguckt, nichts funktioniert. Altes Netzteil sogar angeschlossen an das Motherboard, um zu gucken, ob es diesmal das Netzteil ist und ob das Board okay ist. Nichts funktioniert. Ich mit Schattenbund zu dem Zeitpunkt gequatscht. Schattenbund sagt, pass auf, da gibt's so K&M-Computer bei dir bestimmt in der Nähe. Geh da hin. Ich da angerufen, gesagt, ja, baut mir alles da ein, mir scheißegal, Alter. Kosten. Ich will einfach nur zocken. Ich bring den Computer zu K&M hin. So eine Computerfirma, so eine kleinere, glaube ich. Die machen den Rechner auf, die checken den durch, geben mir am Telefon Bescheid, ja, Motherboard ist kaputt. Ich denke mir so, ja, super, geil. Schon wieder Board gefickt, ne, wie ich euch gesagt habe. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Wollte ich da neue Teile holen, habe ich ja schon mal erzählt. Hätte aber 1 bis 2 Wochen nur so gedauert, weil die selber bestellen hätten müssen. Habe ich gesagt, nö, ist nicht, ich schicke zurück nach Mindfactory. Ich schicke den Rechner zurück nach Mindfactory. Ich kriege auf deren Seite nichts mit, was ausgetauscht wird oder so. Nichts steht da. Muss 500 Mal anrufen, Alter. Heute kommt der, ich gucke auf diesen Zettel drauf, um endlich mal zu erfahren, was damit los ist mit dem Rechner. Da steht auf diesem Zettel drauf, dass die diesen, was für ein Pin war das nochmal, Schattenbund? Dieser Kabel, wie viele Pins hat der nochmal? Da steht da drauf, weil ich wissen wollte, 24-Pin ATX-Dings. Dann steht da nicht drauf, irgendwie ja, Netzteil ausgetauscht oder Motherboard oder so. Da steht da drauf, die haben den ATX-Stecker dran gemacht. Der will mir also erzählen, ich habe ein Netzteil vorher angeschlossen, mein altes, ne? Und das hat nicht funktioniert. Der will mir also jetzt, und ich habe auch diesen Stecker abgemacht von Mainboard. Und auch wieder dran gemacht, um zu gucken, ob der vielleicht lose ist. Wie bei diesem Kacklüfter, den ich selbst anschließen musste, weil die das nicht hinbekommen haben. Der will mir also erzählen, dass der Stecker lose war, bei diesem Motherboard. Und ich 2 Wochen jetzt warten musste, damit der mir den Stecker reinmacht. Das will Mindfactory mir jetzt erzählen. Die haben weder das Netzteil ausgetauscht, noch das Motherboard. Da steht drauf, dass die diesen ATX-Stecker reingemacht haben. Und ich habe geguckt, das ist immer noch das alte Motherboard. Und das ist immer noch das alte Netzteil. Ich habe den Rechner auch an Strom kurz gemacht, um zu gucken, ob der anspringt. Und der geht. Wie? Ja, der funktioniert. Der geht wieder an. Der geht wieder. Das ist kein Witz. Ich habe ein anderes Netzteil an das scheiß Motherboard angeschlossen und es ging nicht. Und jetzt geht es wieder. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich schwöre, das Ding ist verflucht. Dieses ganze Jahr ist verflucht. Der ganze Monat, der letzte Monat schon. Das kann, was? Das geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Schlimme ist ja, dass ich wiederhole mich schon wieder, dass ich selbst ein Netzteil angeschlossen habe und der nicht angesprungen ist. Und die machen den Kabel einmal ab und wieder dran und das funktioniert wieder. Und K&M sagt mir, das Board ist kaputt. Ich habe den bei 2 unterschiedlichen Quellen testen lassen. Die einen sagen, das ist kaputt, die anderen sagen, nö, ist das Kabel. Ja, Wolverine, das habe ich mir auch gedacht. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass K&M einfach gesagt hat, ja, das Board ist kaputt, weil die einfach Geld verdienen wollten. Weil ist halt eine kleinere Kette. Kann halt sein. Kann halt wirklich sein. Haben sie die Kabel getauscht? Anscheinend. Anscheinend war das Kabel kaputt oder so. Ich weiß es nicht. Da steht nur darauf, dass die dann eingesteckt haben. Und dass die einen Belastungstest gemacht haben von 24 Stunden. Mit dem Computer halt. Ob der abstürzt oder whatever. Ja, und Böni, das kommt ja auch noch dazu, ne? Gestern auf der Seite bei Mindfactory stand, Komplettaustausch vom Komplettsystem. Junge, ich schwöre nackend in. Deshalb habe ich den heute noch nicht angeschlossen und Windows und so gemacht. Weil ich habe gar keinen Bock auf das Ding, Alter. Ohne Witz, wenn ich das sehe, könnte ich kotzen. Ich wette 100%. Ich verwette alles darauf, dass ich den Rechner wieder fit mache. Der läuft 2 Wochen und dann geht der wieder nicht. Diesmal habe ich natürlich vorgesorgt, ne, weil ich den alten Rechner hier stehen habe. Diesmal gibt es keine Auszeit mehr, weil ich den dann einfach anschließe. Ich lasse den auch komplett Windows und so alles drauf. Also die SSD, die ich da drin verbaut habe, lasse ich alles drin, Alter. Dass ich das sofort wieder wechseln kann.
Aber hundertprozentig 2 Wochen, der geht nicht mehr. Da verwette ich alles drauf, Alter. Oder die haben was gemacht und hat nicht draufgeschrieben. Das würde ich aber dann asozial finden. Wenn man mir als Dings nicht, als Kunde nicht mitteilt, was genau Stand der Dinge ist. Weil da hinzuschreiben, ich habe ein Kabel ab und wieder dran gemacht, Alter, hilft mir auch nicht weiter. Es kann natürlich sein, dass die das Kabel vom Netzteil kaputt war und das immer das Board zerschossen hat. Aber das kann ja auch nicht sein, weil das letzte Board, was ich jetzt drin habe, nicht zerschossen wurde. Es funktioniert ja. Ich check das eh nicht mehr, Alter. Ich bin Junge, ohne Witz. Tut mir leid, Alter. Ich will auch keine schlechte Werbung und was weiß ich, was machen. Das liegt auch mit Sicherheit zum größten Teil an meiner eigenen Dummheit, weil ich mich nicht so gut damit auskenne und so. Aber ich werde da nie wieder was bestellen, Alter. Nie wieder. Allein die Tatsache, dass man mir sagt am Telefon, ja, wir kümmern uns richtig schnell darum, wir kennen ihre Notlage. Dass ich da mit jemandem von der PR-Abteilung oder was weiß ich, was das war, rede. Und die gesagt haben, ist alles kein Problem, so schnell wie möglich. Und die mir dann eine Woche später damit ankommen, dass derjenige, der an dem PC gearbeitet hat, krank ist und das deshalb länger dauert, Alter. Naja, tut mir leid. Die Preise sind top, aber der Support ist absolute Müllkatastrophe. Niemals in meinem ganzen Leben werde ich wieder da was holen. Nie wieder. Und Gnade dir Gott, der Rechner sollte nochmal abkacken, Junge, Alter. Ich bin Schattenbund, ich brauche dich eh mal und Wolverine. Ich mache schon mal so Vorkehrungen, glaube ich, so die nächsten Tage irgendwann. Schon mal einen neuen Rechner zusammenstellen. Den ich dann, falls das Ding mal wieder abrauchen sollte, sofort instant bestellen kann. Und den alten PC zur Überbrückung nehme. Wie ich das jetzt auch mache. Niemals in meinem ganzen Leben, Alter. Nie wieder. Dann kann ich wenigstens die neue CPU verbauen, wenn die auf Lager haben. Von AMD. Das nimmst du aber sehr ernst und wegehärtet, Bruder, Alter. Zum Teil ist es auch meine Schuld, ne? Wenn man sagt, okay, ich bin Streamer, so, ich muss mich selbst darum kümmern, dass ich wenigstens so einen Plan B habe für solche Fälle, weil das kann immer passieren. Das ist ganz klare Sache. Aber jemanden am Telefon das Blaue vom Himmel zu versprechen und zu sagen, ja, wir kennen ihre Notlage und das ist alles kein Problem, wir wollen ja auch keine schlechte Publicity und bla 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 und wir kümmern uns so schnell wie möglich drum, ist bla bla bla, Alter, und das dann nicht einhalten oder einfach nur Scheiße labern, Alter, ohne Witz. Und dann kriege ich einen Zettel, wo drauf steht, dass die einen Stecker ab und wieder dran gemacht haben. Und ansonsten ist ja alles okay. Allein die Versandkosten für das Ding sind fast 100 Euro. Expressversand immer. Fast 100 Euro. Ist ja schon das zweite Mal jetzt, dass ich den da hinschicke. Ja, Redney, ich habe gestern noch mit dem Juri gequatscht. Der hat mir jetzt gesagt, was ich zu der E-Mail hinschreiben soll. Dann mache ich den Teamspeak-Server da. V8B2. Was ist ein PCHMG? Das ist doch da, wo du mit zu tun hast, ne, Schabund? Ja, ich... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nein, die haben die Versandkosten nicht übernommen. Nö, haben sie aber nicht. Hab ich selber gezahlt. Weil die, glaube ich, diesen Expressversand gar nicht übernehmen. Ich glaube, die normalen würden die übernehmen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich wollte ja das Ding so schnell wie möglich da haben, damit er so schnell wie möglich zurückkommt. Ach, scheiß drauf. 2020, wo der alte Computer besser läuft als der neue, der einfach mal 20 mal so viel gekostet hat. V8B Turbo. Boah, da brauche ich erstmal eine Duftkerze, Alter. Könnt ihr euch das vorstellen, wie ich mich fühle bei sowas? Ehrlich jetzt. So, du bekommst was Neues, so, du stockst auf, um vieles zu verbessern, einfach so. Für das, was man hier macht und dann funktioniert das nicht. Dann hängst du hier, schickst das zurück, kriegst das wieder, dann funktioniert das wieder nicht, Alter. Dann sagt dir die eine Hand, das ist so, die andere Hand sagt dir, das ist so, dann kriegst du das wieder, ohne dass was passiert ist. Ach nee, Nick, brauchst du nicht. Und dann hängst du hier, Alter, mit so einem Vario Sony Laptop von 1756.
bis ich die Faxen dick hatte, Alter, bis ich mir die ganzen Teile wieder zurückgeholt habe. Und dann habe ich den PC selber zusammengebaut und der läuft. Also was heißt das? Ich bin besser als die Techniker. Ach Mann, ey. Ach Mann. Und wieder Windows neu installieren und wieder alles konfigurieren und wieder alles so neu und wieder alles von vorn und wieder alles von da und wieder da und da und wieder alle Kabel richtig verlegen und wieder darauf hoffen, dass ich Setup-Bild machen kann, weil ich schon seit 3 Wochen versprochen habe. Und wieder das und wieder das. Und dann wieder 2 Wochen in Ruhe spielen und dann wieder Crash. Ja, ja, ja. Wo waren wir? Freeway hatten wir, ne? Pyro, Dankeschön für den Prime 11. Kuss auf die Miau. Clendans, danke für den Prime 31. Du 31er. Showtime. Ne, Show? Showtime. Sorry, Bruder. Danke für den Resub im 20. Und El Chappi, danke für den Sub und herzlich willkommen. Envy Late, danke für den Resub im 4. Uff. Edgar Wallace, sein Nachbar, Dankeschön für den Prime 3. Hab noch eine PS1 mit Bildschirm für Überbrückung. Und Sally Batzas, Dankeschön für 100 Bits. Hol dir eine SSD und switch die. Nee, die Scheiße, nee, Laune ist nicht, aber es fühlt sich halt kacke an einfach. Ist halt viel Geld. In meinen Augen ist das richtig viel Geld, was du ausgibst. Und dann stell dir vor, du kaufst dir ein neues Auto und damit fährst du eine Woche und dann funktioniert das nicht mehr. Und dann gibst du das in der Werkstatt zurück, die geben dir das wieder, du bezahlst dafür sogar noch ein bisschen Geld. Was weiß ich, Spritkosten, dann kriegst du das wieder, dann fährst du wieder eine Woche, funktioniert wieder nicht. Und der sagt dir, yo Bruder, Lenkrad war ab, deshalb konntest du nicht fahren. Wir haben da wieder dran geschraubt. Dann kommst du dir auch vor wie ein Vollidiot. Ebeos, danke schön für den Prime im 9. und Red Eye, danke für den Prime im 6. Ja. Ist halt echt Geld für Genix. Haben getankt, läuft wieder. Ja, genauso fühle ich mich auch mal, ne? Ganz ohne Witz. Wir haben jetzt Stecker abgemacht und wieder dran. Und in der Werkstatt ist krank und kann am Auto nicht weitermachen. Schlüssel war nicht gesteckt, geht nun wieder. Ist auch kein Rant jetzt gegenüber Mindfactory oder so. Ne, Corona-Zeiten und vielleicht arbeiten die Techniker auch von zu Hause aus mit Homeoffice und so. Vielleicht ist ja selbstverständlich, dass das alles ein bisschen länger dauert und langsamer ist und so. Ist auch cool. Was ich nur asozial finde, ist, dass mir am Telefon halt von jemandem was versprochen wird. Oder dass jemand was gesagt hat, was er dann am Ende nicht einhalten kann. So, dann bleibt einfach bei der Wahrheit, man, damit ich Klarheit habe. Damit ich weiß, auf was ich mich einstellen kann. Und sag mir nicht, ja so und so und so und so. Aber wie bist du zu der Werkstatt ohne Lenkrad? Ja, das Lenkrad war dran. Das macht auch, also für mich macht das auch keinen Sinn. Mit meinem technischen Know-how macht das keinen Sinn. Aber kann nur sein, dass ich mich irre. Wir werden sehen, wir werden es sehen. Wir werden es live erleben. Ich zumindest werde es live erleben. K&M hat sich angelogen, das gilt als sicher. Die wollten Money, kann ich mir auch vorstellen. Was ich halt nur komisch finde, Wolverine, ist, dass ich das Motherboard selber getestet habe mit einem anderen Netzteil und das nicht funktioniert. Also warum funktioniert... Ja, okay, kann auch sein, dass das Netzteil kaputt ist, ne? Also selbst das Austauschding, das alte von mir. Das lag ja jetzt auch, was weiß ich, Alter, 2 Monate im Karton rum. Egal, wir werden es sehen. Ich mach den die Tage irgendwann fertig. Dann stream ich damit wieder. Und sollte der diesmal wieder irgendwie abrauchen, weil, diesmal der Rahmenspeicher flüssig geworden ist oder was weiß ich, die CPU kurz kippen holen gegangen ist, so, dann will ich einfach meinen Cash wieder. Dann bestelle ich woanders. Bestelle ich da bei Schattenbund sein Dings oder bei Alternate oder so. Dann scheiße ich auf den Preis, auch wenn das 100 Euro teurer ist, das interessiert mich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben, Mann. Ich will einfach nur zocken. Zocken und Spaß haben. Kann doch nicht so schwer sein.
kannst deinen PC bei mir kaufen. Ach so, Bruder. Wenn ich meinen PC bei dir kaufe, subst du dann wenigstens rein, JT? Ach übrigens, ich war gestern noch mal kurz im RP. Und ich habe mir ein Auto gekauft. Das holen wir gleich ab, das ist bei Benny. Das habt ihr dann direkt tun lassen. Ich wollte nur ein bisschen an der Grafik rumspielen, weil mich was gestört hat wegen dem Schneeding. Dann dachte ich mir, ey, kannst du den Stirling jetzt im Schnee nicht fahren? Dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich ein Lieblingsauto habe und das habe ich mir geholt. Nee, kein Schlangen-GT. Ist nicht mal ein Supersportwagen, aber es wird richtig Feines. Ist quasi eins meiner Lieblingsautos. Josemite Rancher heißt der. Irgendwie so. Wird dir ein Bastard, aber denke, du willst das wahrscheinlich nicht über einen Kleingewerbetreibenden haben. Oder ob ich das jetzt von Schattenbund basteln lassen oder von dir oder von einem Kumpel, den ich kenne. Ich kann auch zu Schattenbund sagen, ja Bruder, hier, nimm mein Geld, bestell mir was, baue mir das zusammen und der Schattenbund wird sogar mit dem Auto herfahren und mir den bringen, anstatt den zu verschicken mit DHL. Das ist alles kein Ding. Ja, Schlangen-GT gibt es. Aber ich finde Autos, die zu oft rumfahren, nicht cool. Deshalb habe ich mir eins genommen, was ich noch nicht gesehen habe. Aber der hat V8 Biturbo. Na klar, Junge. Was denkst du denn? Kriegst du lieber am Freitagabend? Boah, ich wehe, Mila macht das heute. Ja, die fangen schon an, den alle zu kaufen jetzt, Sandra. Den Wagen. Und die Karre, die ich mir geholt habe, auch mit dem Tuning, habe ich noch nicht einmal auf dem Server gesehen. Und wie einer kauft mir das nach. Das ist mein Auto. Tuning war einfach mal teurer als das Auto selber. Ist das Handling eigentlich gleich? Nein. Die haben ein bisschen, glaube ich, dran rumgeschraubt an den Endspitzengeschwindigkeiten der Fahrzeuge. Ich würde ja nachkaufen, aber gut, aber du bist gebannt, Bruder. Guck mal das VOD lieber durch. Wo ist der Riemen schon wieder? Wer soll das hochladen jetzt? Tag zusammen, OG Custom. Ey, habt ihr noch irgendwelche Emote-Ideen? Wir können selbst Emotes machen, selbst wenn die nur für eine Woche oder so drin bleiben. Ist scheißegal, ne? Ach stimmt, hab ich dir noch gar nicht gezeigt, Jay, ne? Aber jetzt siehst du sie ja. Die Oma hat was im DC geschrieben, wo denn? Wo? Lüge. Idee für das OG Mode Affe mit Zigarre und grünem Hemd. Können wir machen? Spoiling! Dr. Plepstein, Dankeschön für den Prime und dritten Brody. Armenland! Motherboard. Boah, eigentlich müssten wir Motherboard-Emote machen, Alter, ne? Da würde ich aber, glaube ich, einen Affe nehmen, der so einen Blitzschlag kriegt oder so. Anstatt einem Motherboard. Und der so im Rauchen ist oder so ein Shit. Was geht ab, Tukapslin? Jetzt den Abend, der Tag zusammen, Paco. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Tagsam Hukulu ablöst, ne? Ich bin ganz ehrlich. Veränderungen kommen auf uns zu. Nur nicht im MP, da bleibt alles gleich. Immer schön auf die Wehrlosen. Barbarian, Dankeschön für die Wisdom 13. Ach so, Parfüm. Ja, das benutzen wir aber nicht so oft. Außerdem ist Parfüm eigentlich so eine OOC-Anspielung immer. Wegen der Drohne. Was geht ab, Teddy? Was kostet 1000 irgendwie die CPU? Egal. Kann ich absetzen von der Steuer. Mach einfach Österreich-Flagge. Mach ich, wenn du öfter mal in den Chat kommst, Weezy.
Parfum, un parfum vanille. Hallo Ugantor, und pack den Duplo weg. Ist das das gleiche wie Papa hat? Hör mal. Ich hab mir sein Maschinchen angeguckt. Bei dem fehlt nur noch Aquarium im Hintergrund, Junge, dann geht's richtig ab. Dann lübt das aber richtig, ja. Ja, Teddy NASA PC ist da, aber ich hab den noch nicht angepackt, so. Noch nichts konfiguriert, hab ich keinen Bock drauf heute. Ich glaube auch nicht, dass ich morgen da Bock drauf hab. Ich mach das. Boah, vielleicht ist es Montag oder so oder Sonntag. Ich nehme mir da immer extrem viel Zeit für alles zu konfigurieren. Muss perfekt sein. Dreckskiste. Was habe ich gelesen? Die haben Cyberpunk aus dem PlayStation 4 Store rausgenommen? Weil zu verbuggt? Ist das echt so am Arsch, das Spiel? Und Xbox? Eieiei. Dann soll ich das wirklich testen? Oder ist das nur auf der Konsole so? Auf dem PC ist alles fein. Ja, der Max hat auch Refund geholt und so. Der Güffi, glaube ich, auch. Nur Konsole. Auf PC brauchst du viel Leistung. Ich habe gestern schon im Discord gesehen, Schattenbund hat mir da so Tweaks geschickt, Einstellungen und so. Weil ich wollte das ja eigentlich auch spielen, ne? Ich werde das doch spielen. Eigentlich wollte ich auch DayZ mal spielen, die neue Map mit Lucky. Eigentlich wollte ich so vieles, aber eigentlich kriege ich nichts hin. Eigentlich bin ich der schlechteste Streamer auf Twitch. 0815 Game mir nicht. Ich habe mir auch bei YouTube so ein Video angeguckt zwischen der Demo und dem eigentlichen Release. Ich muss auch ehrlich zugeben, als ich mir da bei Moonlight so angeguckt habe, als die durften ja irgendwie 2 Tage vorher spielen und Stay und so ja auch. Als ich mir das so angeguckt habe, das hat mich überhaupt gar nicht gecatcht. Allein wenn ich schon die Animation sehe, wie die NPCs da rumlaufen, so. Das fühle ich überhaupt nicht. Und dann redet da so ein NPC mit dir und der Mund bewegt sich nicht mal. Das hat mich überhaupt gar nicht gecatcht. Aber kann auch sein, dass ich mich irre, aber die Story voll gut ist. Wir brauchen alle GTA 6. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Spiel sieht schön aus, so die Stadt, aber die Grafik, ich weiß nicht. Wenn ich mir da Red Dead Redemption 2 angucke, Alter, das ist einfach so, als würdest du Kinofilm gucken. Dann gucke ich mir Cyberpunk an, sieht einfach aus wie, weiß nicht, ist komisch. Aber ich kann mich irren. Ja, DaVinci PC ist da, habe aber noch nichts konfiguriert. Und du willst gar nicht wissen, was die da auf dem Zettel geschrieben haben, was damit nicht in Ordnung war. Ehrlich nicht. Ich habe die Story gerade erzählt. Bruder, das willst du nicht wissen. Naja, GTA DLC habe ich noch nicht gezockt, aber ich habe bei Leon zugeguckt, wie der den Heist und so gemacht hat. Klar muss man Windows Key kaufen. Ne, obwohl. Wenn du die Story hörst, gehst du gleich wieder Pender Vinci. Ja, ja, ist doch so. Naja, der Cyberpunk Setup ist, finde ich, cool, Lenny. So dieses futuristische Cyberpunk halt. Das ist schon schön. Ich habe das Spiel auch selbst noch nie gespielt. Ne? Ich habe das nur so in Streams gesehen. Kann doch sein, dass ich knicke in der Optik habe. Ich habe noch nie Winners Keys gekauft, warum nicht? Hallo? Bist du so ein Illegaler? Opa Willy Wonka, danke für den Wissam fehlten. Alle Curtis, mein Freund. Opa, dich liebe ich dich auch. Opa. Ja, Paco, das stimmt. Ich habe auch fest damit gerechnet, als ich da vom Wind bekommen habe,
dass man die Insel jetzt im Free Room auch betreten kann, dass das eine, quasi so eine Map-Erweiterung ist. Aber ist nicht so. Ich habe aber gesehen, vielleicht lüge ich jetzt auch oder fantasiere ein bisschen rum, ich habe aber gesehen, dass der gute Yuri von Unity, der SLBK, ne, der die ganzen Dings macht, Interiors und so, da der, glaube ich, die Insel so macht, dass wir da drauf gehen können auf Unity. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Es kann sein, dass Unity das irgendwann haben wird. Soon. Also diese Map-Erweiterung. Der kann eh alles. Natürlich, der kann sowieso alles. Egal ob soon. Warum liegt? Der streamt das selber, Bruder. Der ist jeden Morgen so, ich glaube ab 12 Uhr online. Bis mittags. Und macht da seinen Grafikkram. Teils vorgestern im Stream gesagt, das wäre natürlich richtig Baba, ne? Da müsste man sich ein gutes Konzept für ausdenken. Ich würde das ja richtig fühlen, wenn auf der Insel, weil da sind ja auch Cannabis-Plantagen und so, wenn man eventuell da Drogen besorgen kann, auf einem Teil der Insel und den anderen Teil halt für Zivilisten so macht, die vielleicht mehr Geld bringen oder so, die man aber dann immer mit dem Schiff rüberbringen muss, mit so Speedbooten und so. Ist auch geil für die Bullen. Viel mehr Helikopter einsetzen und alles, Wasserpolizei und so ein Quatsch. Wie geil wäre das denn, Alter? Man darf ja wohl noch träumen dürfen, ne? Wahrscheinlich wird das eh so sein, dass eine Gang darüber schwimmt, direkt 300 Kilometer und you claim that street, Bruder. Und da Gang-IP macht dann, einen auf Pablo Escobar. Ah, ein Schiff, sind bestimmt Drogen drauf. Ich glaube nicht, dass die sagen würden, ah, ein Schiff, sind Drogen drauf. Die Wurde ich jemals schon mal auf Unity angehalten? Von der Polizei und die haben einfach mal so Führerschein geprüft und vielleicht mal ins Auto reingeguckt? Nein, oder? Auf Alternate war das so gang und gäbe, dass ein Albrecht und die ganzen Bullen einen immer angehalten haben, einfach um abzuchecken. Doch wurden wir schon mal mit Johnny dat. Mit Johnny einmal, ne? Oder? Was ich auch richtig sexy finden würde auf Unity oder allgemein dieses Konzept, dass anstatt die Cops zu diesem Cannabisfeld oder zum Verarbeiter und den ganzen Quatsch fahren oder auch Koks oder so, obwohl ich die Koksroute gar nicht kenne, anstatt die da immer so in Anführungszeichen abcampen und dahin fahren, die einfach mal so die Grenzen zumachen. So was wie Homestead das hatte. Jetzt nicht eine Mauer über die ganze Map, aber wenigstens den Highway und so zumachen. Und da halt alle Autos durchsuchen. Und ansonsten die ganzen Schleichwege und so immer mit dem Helikopter abfliegen und alles. Das würde ich richtig fühlen. Man müsste es so machen, dass es gewisse Tage in der Woche gibt oder im Monat, wo es dann richtig schwer ist, irgendwie die Drogen in die Stadt zu bringen. Und allgemein, dass Fahrzeuge viel öfter kontrolliert werden. Aber kann auch sein, dass die einfach uns oder allgemein irgendwelche Crime Line nicht kontrollieren, die irgendwie Bandanas oder so tragen. Aber bei der Zivilbevölkerung das eher so ist. Extra Insel gibt es schon lange auf GVMP, da werden Drogen und Waffen getickt. Ja, aber sehr selbst gebastelte Insel, ne? So Checkpoint-mäßig, ja, genau. Das war ja selbst auf Dirty damals, als wir da gezockt haben. Wird so oft kontrolliert, okay, dann krieg ich das nur nicht mit. Ich gucke ja auch eigentlich nur Dexter so Datei und so und die sind meistens immer irgendwo im PD oder Verfolgungsjagd. Gestern zum Beispiel war eine dicke Verfolgungsjagd bei Dexter. Einfach NRW zu. Na, du spielst halt Primetime und dann die Cops anders erledigen. Das stimmt. Obwohl schon mittags viel auf Unity los ist. Irgendjemand hat das letzte Mal gesagt, ich glaube der Max oder so. Da war 3 Uhr und da war schon 200 Leute oder so auf Unity unterwegs. Das hat sich ja auch irgendwann mal so etabliert, ne? So, dass ab 19 Uhr erst anfängt. Weiß auch nicht warum. Obwohl, so geht ja Live-Zeiten, waren wir auch schon mittags online. Sogar schon morgens, Alter. Da Vinci, das ist nur Dings. Ich lasse die nochmal überarbeiten. Da fehlen ein paar Sachen. Bei dem Duftkerze-Emote wird die Duftkerze kleiner gemacht. Der Magier bekommt nur so Sterne und so auf dem Kapi da. Dodge-Emote kriegt noch größere ZZ-Dinger und so. Ist nur der erste Entwurf.
Und Jerry, danke für den Prime 5. Und Jaimax, danke für den Prime. Und herzlich willkommen. Einen Kuss, dankeschön. Wo ist mein Handy? Ich muss Meta machen. Aber sind gute. Ich finde die auch schön. Ich finde die auch nice. Hogwarts ist halt fresh, ne? Ich weiß wohl noch nicht, für was wir den genau benutzen werden und warum ich den überhaupt gemacht habe. Also die Intention dahinter. Aber egal. Habe ich vorhin auch gesagt. Haut einfach Ideen rein. Ich mache einfach alle Emotes. Mir scheißegal. Selbst wenn wir die nach einer Woche wieder austauschen. Der Typ hat richtig Bock, Alter. Der ist verdammt schnell und der macht gute Arbeit. Wir machen einfach irgendwas, was uns einfällt. Vielleicht etabliert sich ja, etablieren sich Sachen. Vielleicht auch nicht. Ich finde dein Streamtitel so gut, ich muss sofort an einige Leute aus anderen Streams denken, wo ich mir Videos angeschaut habe. Ach Bruder, ich musste vorhin auch wieder ein paar RP-Polizisten entsorgen hier. Ich habe auch mir nochmal einen VOD angeguckt, was geschickt wurde. Und ich finde, ach egal. Ist halt RP-Polizei, Mann. So, es gibt Person X, die hier abhängt und sagt, ja, alle nehmen das RP viel zu ernst, und dann hängt diese Person aber auch noch in einem anderen RP-Stream ab und sagt und redet dann schlecht über die Person, wo der vorher reingechattet hat. Und ist am Triggern des Todes und so, Alter. Wen juckt das? Wen juckt RP? Jetzt mal ehrlich, Alter. Ich habe auf eine harte Art und Weise gelernt, dass mit diesem OOC rumgetriggert und so eine Scheiße, dass das deinen Kopf ein bisschen zerstören kann. Aber mittlerweile habe ich draus gelernt. Wen juckt das? Was juckt mich, Alter? Was juckt mich das? Lass RP einfach RP sein, und wenn wir da große Fresse mal auf Schnauze kriegen oder gewinnen, ist das jetzt so. Junge, juckt mich ja nicht, ob ich da auf dem Boden liege, Alter. Oder ob ich der krasseste auf einem Server bin oder einfach nur ein Pisser, Alter, das juckt mich nicht. Ich will einfach nur Spaß haben. Ich finde es so lustig, der Streamer, der selbst spielt, feiert die Situation in RP und einigen im Chat rast völlig aus. Ja, hat man ja gesehen mit Jonna, ne? Jonna Khan. Ich habe instant gesagt, so, der ist halt temperamentvoll. Klar, der rastet halt oft aus. Aber das ist halt einfach so. Warum soll ich mich jetzt angegriffen fühlen von dem? Warum soll ich jetzt sagen, böser Burak? Wir haben jetzt OC-Beef, so, ich dachte, böser Burak. Komm, scheiß drauf, RP, Alter. Naja, ich bin nicht der Krasseste und ich will auch gar nicht der Krasseste sein. Ich hatte mal so ein Denken ganz früher. Also nicht, dass ich der Krasseste bin, aber dass ich mir mal voll Gedanken darüber machen muss und ich möchte unbedingt gewinnen und fuck, Mann, ich muss jetzt hier die Google Docs Dokumente auspacken, wo ich mir alle Informationen aufgeschrieben habe und ich muss jetzt unbedingt planen und fuck, ich gehe jetzt nochmal offstream ins RP und plane da auch nochmal Sachen, Alter. Scheiße ich drauf, Junge. Von mir aus kann jede Gang, jeder LPler, der auf Unity zockt, kommt und mich einpacken und mich totschlagen im Spiel, Alter. Juckt mich auch nicht. Zeiten haben sich geändert, wo man im LP ruhiger wird, nicht so wie damals. Da bist du viel mehr ausgeracht, Mann. Damals hätte ich einfach i5Q. Damals hätte ich einfach gesagt, wir gehen jetzt dahin und dann knallen wir die einfach ab und so. Heute sollen die anderen sollen das entscheiden. Ich will nicht derjenige sein, der das entscheidet oder was. Da gibt's viel heißere, nicht heißere, aber viel wildere Jungs mittlerweile, die RP zocken. Die so den Drang haben, da irgendwie was weiß ich, so sich zu beweisen. Macht ja auch Spaß. Man muss halt aber auch verlieren können und man muss RP-Stränge auch zu Ende bringen können. Mich würde mal interessieren, ob die Gangs auf GVMP, die haben ja so riesige Schießereien und so, ob die sich so richtig OCO bekriegen und so. Da habe ich noch nie was mitbekommen von. Und da schießen teilweise 80 Leute gegeneinander bei so einer Aktion.
Echt, Nate? Ich habe da noch nie was von mitbekommen, deshalb... Das würde mich echt interessieren. Warum lachst du, Zit? Mord? Ach du Scheiße, Alter. Okay. Morddrohungen, Alter, wie in einem Spiel, Junge. Ey, du hast mich abgeknallt. Ich fick dich. Ach, stimmt. Naja, aber das will ich hier gar nicht thematisieren. Ja, doch, jetzt fällt mir wieder was ein. Ja, ja. Ja, Prinz Denver. Das stimmt nicht. Es gibt auch viele... Man muss das immer unterscheiden, ne? Das Beste, ich finde mal, das beste Beispiel jetzt momentan ist einfach, wo der Kontrast so richtig zu sehen ist, nimmt man einfach mal Kiez-RP, ne? Kiez ist so eine Truppe, die ballern nicht. Oder die ballern nicht oft. Ich weiß gar nicht, ob die jemals geballert haben. Kiez ist aber so eine Truppe, die machen alles mit Köpfchen, so der Frank. Die haben so diese Connections dahin, die verwurzeln sich dahin. Und vielleicht wird auch ab und zu mal geschossen, aber die haben diese Connections und zerreißen dich so von innen so. Das ist Crime-RP, was existiert. Und dann gibt es so welche wie, ich sag jetzt einfach mal Nachtschicht, weil ja nicht alle vom Junkie-Pack so sind. Die kommen und treten immer sehr provokant auf. Nee, das ist nicht Mafia-RP. Das ist eher so Verbrechersyndikat, Familien-RP, so wir kommen aus der gleichen Gegend, so wir sind irgendwie verwandt, wir halten alle zusammen. Wie ein Kiez halt. So passt eigentlich perfekt. Und dann gibt es dieses Bretter-RP, so diese jungen Wilden, die sich mal beweisen wollen. Die nichts auf sich sitzen lassen, Alter. Die alles so, wie im echten Leben gibt es ja solche Leute auch, oder solche Gruppen und Gangs und whatever. Die einfach nichts auf sich sitzen lassen, so. Die fahren dann einfach irgendwo rein. Und Fabias, ne? Schön, dass ich deinen Namen gerade lese. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Du alten Triggerer. Ich hab das gesehen, was du da geschrieben hast, als die Action mit dem Dings war. Als wir bei 187 waren, in einem anderen Stream. Dass du da reingetriggert hast, von wegen hostest jetzt den Affe und so. Mhm. Ich hab dich im Blick, mein Freund. Mhm. Ich musste nämlich heute ein paar Leute wegbannen. Aha, Fabias, aha. Hier wird nicht in andere Streams gegangen oder von anderen Streams hier hingekommen und dann mit Kommentaren rumgebieft und getriggert, dass die Streamer sich in die Köppe bekommen und so ein Kack. Ja, ja. Schande. Fabias, Schande. Mach ich nie. Mhm. Kollege Turnschuh. Ich kann nur eine Sache sagen. Lasst uns Streamer einfach unser RP zocken, Alter. Hinter den Kulissen gibt es kein Beef. Und man regt sich immer mal über irgendwas auf. Wir können uns selbst im RP die Köpfe einschlagen, uns beleidigen des Todes. Und es gibt OOC kein Beef. Ich weiß nicht, wo die Leute das gelernt haben, ne, Alter. Ehrlich nicht. Nein, kein Duplo und auch kein Shame. Fieber ist einfach ein kleiner Ärgerer. Fieber ist Fieber, der seine WL auf Unity verkackt. Genau wieder auf Unity zurück. So der entspannteste Server, finde ich. Wenn ich das sagen kann. Oh, Zibi, wie macht denn sowas? Ich weiß das auch nicht, Alter. Oh, OC ist all good, man. Gehört es halt gute Prämien, wenn wir euch mit den anderen Streams und sowas erwischen. Naja, das Ding ist halt, was man nicht vergessen darf, viele von euch werden auch wahrscheinlich dieses Mois-Video geguckt haben, ne? Und viele haben auch mitbekommen, dass man gewisse Sachen nicht mehr sagen darf auf Twitch und also in einem Kontext, wo man jemanden beleidigt oder so. Das Ding ist halt, wenn jetzt Streamer X, der spielt jetzt RP, und seine Zuschauer gehen zu Streamer Y
und regen sich bei Streamer Y auf und beleidigen da rein, kann Streamer X dafür auf die Fresse kriegen, ne? Da muss selbst Streamer Y nicht mal irgendwie reporten oder so, das können auch andere Leute reporten. Und das muss nicht sein. Deshalb bin ich immer sehr dahinterher, dass Leute, die hier aktiv zugucken, woanders in der MP irgendwie nicht rumhaten oder so ein Scheiß, Alter. So, und jeder andere Streamer sollte das halt auch machen. Dass seine Leute, die da zugucken, das nicht tun. Weil ich werde mir so einen Scheiß wie damals mit Jamar und so, werde ich mir nicht nochmal reinziehen. Wenn ich das Gefühl habe, dass irgendeine Community kommt und reintriggert und beleidigen muss und so, werde ich das nicht mehr irgendwie auf Twitter austragen oder mich OC darüber aufregen, so, dann werde ich das einfach hart melden. Auch wenn das verweichlich klingt. Aber ich habe keinen Bock auf den Stress. Mir Stress anzutun wegen dem Spiel. Wegen RP, Alter, wegen der Fantasiewelt. Ganz einfach. Und wenn Streamer X dann dafür auf den Deckel kriegt, dass er seine Community nicht unter Kontrolle hat, dann hat er Pech gehabt. Jeder ist für seine Leute, für die Leute, die der dazu, für seinen Chat selbst verantwortlich. Wenn man sich darum nicht kümmert, hast du Pech. Sven Zielinski, Dankeschön für den Restart am 13. Bruder Tagzam. Und Z zu dem Ilvio. Was? Danke für den Prime 4, Bruder. Hallo Nanko. Ich bin Rang 10 GTA RP, wer will Beef? RPs Fantasie, okay, ich bin hier raus. Quantik, warst du nicht derjenige, der den Clip gemacht hat von Mila? Augen zu und einfach zuhören? Nein, Spaß. Muss halt nicht sein, man schädigt halt. Man macht halt Dinge von Leuten kaputt, die im Prinzip nichts dafür können. Aber was bringt das denn, wenn du die dann bei dir auf dem Channel bannst, wenn die aber woanders Müll reden, check ich nicht. Ja, die sollen halt bei mir keinen Müll reden, was tanken. Darum geht's mir. Die sollen nicht diese Doppelmoral haben und hier hinkommen und hier sagen, ja, aber Bruder, das RP so und so war voll geil. Und dann woanders hingehen und dann über mich da reden, schlecht. Weißt du, was ich meine? So, was die woanders schreiben, wenn die da ihre Meinung kundtun, ist mir das egal. Die sollen das nur nicht hier machen. Und ich bann die hier, damit die nicht mehr zu dieser Community oder zu dem Chat hier gehören. Dann bin ich auch nicht mehr dafür verantwortlich, was die woanders machen, weil die gehören nicht mehr hierzu. Verstehst du? Das ist so die Konsequenz für mich. Und ab und zu waren da auch schon Leute bei, die 30 plus Monate Sub sind. So. Aber das ist mir egal. Das ist einfach egal. Gucken, Spaß haben, lachen, mitlachen, vielleicht selbst die Intention haben, selber zu spielen, selber Spaß haben. Wem das keinen Spaß macht oder der keinen Bock hat, es gibt tausend andere, die das machen. Ganz viele unterschiedliche Leute, dann kann man da hingehen. Ja, dessen ist, ich glaube, das wäre zu klein, aber der Hut kriegt einen Stern und so typisch Wizard-mäßig. Hat die Oma ausgesucht. Chat schläft doch eh, sobald RP startet. Oh, ja, finde ich auch gut, Cass. Ich bin da. Mittlerweile bin ich da Fan von. Vor allem bin ich da Fan von, dass kein RP beurteilt wird. Ich sag zwar selber immer, RP wird nicht beurteilt. Ich mache es aber trotzdem, glaube ich, noch manchmal. An so ein paar Ecken. Aber es ist einfach gut. Redet über Nudeln oder so, aber... Weiß ich nicht. Für mich ist das immer so... Ich sitze auf der Couch oder ich liege im Bett und ich gucke mir auf Netflix eine Serie an und der Mahmoud in der Serie, der haut gerade gegen eine Tür und ich als Zuschauer reg mich dann darüber auf und will dem Mahmoud aber, will dem Fernsehen erklären, dass der nicht gegen die Tür hauen soll. Das ist für mich RP-Polizei, Alter. Die Leute mischen sich in Sachen ein, die nicht beeinflussen können. So, das ist... Oder der Mahmoud kriegt eine geklatscht in der Serie. Und der lacht darüber. Aber ich reg mich darüber auf, dass der Thorsten dem eine geklatscht hat. Obwohl Mahmoud das lustig findet.
Mache ich immer große oder eher kleine Nudeln? Eier, kochendes Wasser und ein bisschen Salz. Prise. Warum haut der gegen die Tür? Ich weiß auch nicht. Frag Mahmoud. Ist Mahmoud ein Chiffre für Memo? Oh mein, jetzt würde ich wissen, was eine Chiffre ist, Mann. Imagine Curtis redet mit dem Typ. Hallo, immer. Ich versuche immer, Serien zu ändern. Und alles in meinem Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Immer. Ich bin noch nicht gut im Fußballspielen, reg mich aber trotzdem darüber auf, wenn Dortmund Scheiß auf dem Feld macht. Als wäre ich Topspieler, Bundesligaspieler. Kennt ihr die? Nie klatschen in Thorsten und mach Mut. Was ist das für eine Geschichte? Ja, Bruder, ich glaube, du warst noch nie im Marzahn. Hau rein, Katze. Mach's gut, ne? Man sieht sich. Immer dieses Backseat bei Fußball, schlimm. Ja, die Leute sind halt mit Leidenschaft dabei. Das hat echt so eine Leidenschaft. Hallo, Alpino. Nee, du warst schon da. Dann können wir eigentlich bei dir Bankenhops nehmen. Boah, Ninja, ich würde da gerne reinmachen, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ihr voll rumspammt dann. Wie ich bei Dexos immer. Ich hätte da schon Bock drauf, ne, mit diesem Chat-Game, mit diesem Bankraub-Ding, aber... Ja, mit Cooldown halt, ne? Grüße, wann Krieg? Ach, Mann, hör mir auf, Alter. Da wird mir P auf einmal erzählt, dass... Ach, egal. Scheiß drauf. Egal. Aber bald Krieg hoffentlich gegen die Hadis. Bitte. Aktiver Chat besser als schlafender Chat, findest du? Das ist aber keine Aktivität, wenn die rumspammen. Ja, das nervt auch. Mann, wie hart wir Dexus abgefuckt haben, Alter. Und wir waren da mit 10 Leuten nur oder so. Wir gehen jetzt in die Permis, ne? Raja MP. Mach mal deine Kanalpunkte. Ah, Bruder, ich muss so vieles machen noch. Ich bin einfach schlecht. Muss ich echt zugeben. Dessens, Alter. Kann man deinen Wallpaper downloaden? Klar, einfach Ausrufezeichen Wallpaper im Chat, dann kriegst du einen Link dafür. Kriegst du sogar einen animiertes Wallpaper. Kannst dir eins aussuchen. Bin immer im Lurk. So, Pommeszeit, schlafen. Du bist nicht schlecht, sondern faul. Ne, das hat mit Faulheit nichts zu tun. Ich will, wenn ich was mache, nur richtig machen. Und damit meinen Seelenfrieden haben. Warum die Kerze beim Äffchen? Weil ich immer sage, dass ich jetzt eine Duftkerze anmache. Und eigentlich meine ich damit, dass ich... Ne, das sage ich nicht. Dass ich etwas zu mir nehme, was sehr ungesund ist und was man nicht... wie ist das richtige Wort dafür? Zelebrieren sollte, dass man es tut. Und ich rede jetzt nicht von Haschrauschgiftzigaretten. Okay? Ja. Tabak, Mann. Das sollte man nicht zelebrieren, das ist scheiße. Bin ich aber auch nicht selber drauf gekommen, bin ich erst drauf gekommen, als mir ein Zuschauer das gesagt hat, dass er das nicht so cool findet, weil sein Sohn auch ab und zu mitguckt und der da irgendwie nachgefragt hat. Irgendwas wegen Rauchen dann.